Die Herausforderung, der sich Kompressorenhersteller und Betreiber von Druckluftanlagen heute stellen müssen, ist die, dass Schraubenkompressoren heutiger Prägung ganz anders aufgebaut sind als Schraubenkompressoren der 80er und 90er Jahre. Wir haben festgestellt, dass die Ölfüllmengen geringer sind, dass Drehzahlregelung heute fast schon zum Standard gehört und dass viele Anlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sind. Der Schmierstoff in einem Schraubenkompressor muss heute viel mehr leisten können als noch vor 20 oder 30 Jahren. Unsere Positionierung ist ganz klar die des technischen Marktführers. Wir haben viele Experten im Hause beschäftigt, die sich schon seit vielen Jahren nur dem Thema Kompressoren und Druckluft widmen. Der Schmierstoff erfüllt im Kompressor drei wichtige Funktionen. Das ist erstens die Abfuhr der Wärme, die beim Verdichten von Luft entsteht, das Schmieren der drehenden Teile im Schraubenverdichter und das Abdichten der Kompressionskammer im Schraubenverdichter. Ein vollsynthetischer Kompressorenschmierstoff erzeugt einen sehr viel geringeren Restölgehalt in der Druckluft. Wir haben gezeigt, dass der Restölgehalt bis zu 20-fach reduziert werden kann, wenn man vollsynthetische Kompressorenschmierstoffe verwendet. In Summe hat der Kunde mehrere Vorteile. Die Wartungsintervalle werden verlängert, die Maschinen laufen kühler, die Maschinen laufen effizienter und es muss zum Beispiel auch, was im Zuge der Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, weniger Altöl entsorgt werden, was für viele Anwender mittlerweile ein sehr wichtiger Punkt ist. Wir haben viele Produzenten von Lebensmitteln in unserer Kundschaft, die für ihre Produktionsstätte Druckluft benötigen. Viele dieser Hersteller haben sich auf sogenannte medizinische Weißöle in der Vergangenheit verlassen. Diese haben allerdings eine sehr geringe Standzeit. Mit unseren NSF H1 registrierten vollsynthetischen Kompressorenschmierstoffen konnten wir hier die Standzeiten von teilweise unter 1000 Stunden auf 5.000 bis 8.000 Stunden verlängern. Wenn wir alle Produktfamilien und alle Viskositäten mal betrachten, dann haben wir für Standardanwendungen weit über 100 Produkte für die Endanwender im Programm. Und damit können wir alle Anforderungen, die der Markt an uns stellt, abdecken.